Herr Abgeordneter Stadler, das EU-Parlament hat angekündigt, gegen eine Steuerlücke von 1 Billion Euro in ganz Europa vorzugehen. Wie stehen Sie zu diesen Plänen? Ja, zunächst einmal ist das wieder ein Versuch, eine EU-Steuer einzuführen. Und da muss man mit Massivität dagegen sein. Es wird ja regelmäßig der Versuch gestartet von den Eurokraten, sich eigene Einnahmen zu organisieren und nicht mehr auf die Beitragszahler angewiesen zu sein. Und daher wird auch dieser Versuch hoffentlich scheitern, aber er wird nicht der letzte gewesen sein. Als konkrete Maßnahme wurde ja die Einführung einer EU-weiten Steueridentifikationsnummer genannt. Das ist ja noch keine EU-Steuer direkt. Nein, aber das sind Vorbereitungshandlungen. Das Ziel der Eurokraten ist es, nicht nur einen Superstaat zu haben, sondern auch einen Superstaat natürlich mit eigenen Steuereinnahmen. Und darauf läuft das Ganze hinaus. Diese Zahl 1 Billion Euro Steuerlücke, kann man das überhaupt vergleichend berechnen für alle Mitgliedstaaten? Abgesehen davon, dass ich das nicht glaube, außerdem wage ich auch die Zahlen zu bezweifeln. Was man sehen muss, ist, dass das Ganze in parallel läuft. Jetzt zu diesem Versuchen, das Bankgeheimnis der Mitgliedsländer aufzuweichen, etwa insbesondere Österreichs oder Luxemburgs, wo man Österreich und Luxemburg sogar an den Schandpfahl gestellt hat. Und dass man diese Bankgeheimnisdebatte und die Steuerdebatte, dass man die parallel führt, immer mit dem Ziel, die volle Kontrolle durch die Europäische Union herzustellen. In dem konkreten Bericht, der gestern zur Diskussion stand, war ja auch die Rede davon, dass künftig die Kommission und nicht mehr die Mitgliedstaaten selber mit Drittstaaten Steuerabkommen abschließen dürfen. Und generell ist ja die Fiskalhoheit bei den Ländern. Wie kommt es dann, dass überhaupt das EU-Parlament sich mit etwas, was gar nicht seine Kompetenz ist, beschäftigt? Weil man das Ziel hat, die Staaten auch in der Steuerpolitik vollkommen zu entmündigen. Die Europäische Union hat natürlich keine Freude damit gehabt, dass die Republik Österreich mit den Schweizern beispielsweise eine eigene Einigung erzielt hat über Steuerflucht, die durchaus im österreichischen Interesse war, aber die offensichtlich ein paar deutschen und ein paar französischen Finanzbeamten nicht gepasst hat. Und natürlich wird das gerne und dankbar von den Eurokraten aufgegriffen, immer mit dem Ziel, wir werden das in Zukunft alles auf europäischer Ebene machen, um einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Staatlichkeit weiterzukommen. Das ist der ganze Hintergrund dieser Debatte, die in Wirklichkeit scheinheilig und verlogen ist. Es geht auch nicht um Steuerflucht. Jedes Land muss selber schauen, wie es gegen Steuerflüchtlinge vorgeht. Das war jetzt bitte jahrhundertelang so. Warum soll das also in Zukunft anders sein? Sondern man versucht schlicht und einfach, den Steuerwettbewerb, den es derzeit noch gibt, ist einer der letzten Bereiche, wo die Länder noch einen Wettbewerbsvorteil schaffen können, dass man den auch noch aushebelt und das sozusagen mit diesem ganzen Soft-Marxismus gleichmacherisch auf die europäische Ebene hebt. Und damit wäre beispielsweise ein Land wie Österreich nicht einmal mehr in der Lage, durch attraktive Ansiedlungen, Betriebsansiedlungen, durch attraktive Steuerregelungen ins Land zu holen. Und darum geht es schlicht und einfach. Damit würde der Steuerwettbewerb ausgehebelt werden. Bleibt ja auch die Frage, mit welcher Exekutive die Kommission Steuersünde überhaupt stellen möchte. Sie würde neue Bürokratie erfinden, sie würden neue Ämter entwickeln, das ist ja auch schon im Ansatz vorhanden. Sie würden neue Agenturen entwickeln und, und. Also da sind die sehr, sehr fantasiereich. Wenn es darum geht, neue Bürokratie einzuführen, dann hat die Europäische Union bisher noch nie eine Verlegenheit gezeigt. Die Finanzministerin Maria Vector und auch Bundeskanzler Werner Faymann haben in den letzten Wochen mit Festhalten und auch Preisgeben des Bankgeheimnisses viel taktiert. Letzten Endes ist immer nur von einem Sieg für Österreich gesprochen worden. Wer profitiert letztlich an diesem automatisierten Datenaustausch zwischen den EU-Ländern? Ausschließlich die Europäische Union und die EU-Bürokratie. Von einem Sieg kann ja nicht gesprochen werden. Kanzler Faymann hat das Gegenteil von dem gesagt, was Ministerin Vector gesagt hat. Ausnahmsweise bin ich einmal hier uneingeschränkt auf der Seite der Frau Bundesminister gestanden. Nur sie hält es nicht durch, weil ihre eigene Partei wieder umfällt. Und daher wird am Schluss weniger Bankgeheimnis herauskommen. Es wird die Europäische Union einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Staatlichkeit erzielen können. Leider muss ich dazu sagen, weil kein Widerstand entsprechend da ist. Und dieser Widerstand wird sich aber hoffentlich in der Zukunft stärker mobilisieren, weil sich, glaube ich, für den Bürger immer klarer herausstellt, dass die Eurokraten jede Krise dankbar nutzen, um die Mitgliedsländer weiter zu entmachten.